Ja, da hinten haben wir unseren, wir haben hier natürlich auch das Privileg, dass wir hier in Voll-Öko-Region Schinkel irgendwie eine fetten Ökoanbau haben, 500 Hektar Getreidebaubetrieb Irland. Also ich kann, ja, wir haben uns mit Stroh eingedeckt. Einmal für die Pferde, da braucht man lange nicht so viel, ne? Da liegen jetzt, glaube ich, 35 Tonnen oder was. Wir haben jetzt Mulchmaterial, wir können aus dem Vollen schöpfen und sind da einfach, ich will dann einfach nicht in der, in der Defizitsituation sein. Da hinten haben wir schon die ersten Ballen stehen für nächstes Jahr. Das ist eine Heulage Kleegras da hinten, Kleegras Heulage. Der erste, jetzt kommt nochmal ein Schnitt. Ich hoffe, dass da nochmal 20, 30 Ballen dazukommen. Das war einfach die Mulch, das Material, die Materialgrundlage für große Teile nächstes Jahr schon haben. Ja. Und ihr investiert also lieber in Mulch und in Kohlenstoff als jetzt in Dünger aus dem Sack? Ja, ganz klar. Dünger aus dem Sack kommt ja sowieso, also bis auf Patentkali auf der einen Stelle, das, also Enddünger aus dem Sack sowieso nie. Ja. Und andere Dünger, wir kalken auch im Freiland. Ja. Ne, im Haus gar nichts, da sind wir komplett neutral. Mhm. Ne? Und wir investieren in Futtermittel fürs Bodenleben. Ja. Das ist ja der Punkt. Und dieses Pflanzenwachstum ist ja eigentlich, das ist mir aufgefallen, wie ich so einen Vortrag für Witzenhausen vorbereitet habe, was ich hier eigentlich mache. Ich dachte ja, ich wäre Gemüsebauer, ne? Aber das ist, eigentlich bin ich in erster Linie jemand, der sich um den Boden kümmert. Und den Gemüsebauer haben wir hier als Korrektiv. Sind die Maßnahmen richtig? Gehe ich richtig mit dem Boden um? Weil sobald man auf den Stickstoffdünger verzichtet, ist jede Maßnahme, wo man verkehrt unterwegs ist, die zeigt einem das Gemüsewachstum. Das ist so. Also bist sozusagen, war irgendwie eine glückliche Entscheidung, keinen Enddünger hier einzusetzen, niemals, weil das dann zur Konsequenz nötigt. Und dann wird es aber auch leicht. Also, genau, ich habe diesen direkten Feedback. Ja, ja, das, und witzig, das ist ja auch wieder, das steht auch bei Rusch. Also die Leistungsfähigkeit von so einem organischen System, ne? Das zeigt sich immer in der Funktionalität, in dem, was rauskommt. Ne? Und entscheidend die Enkelgeneration, Vitalitätsprozesse, Enkelgeneration. Und wenn wir da ja mal an Hybriden denken, dann wird es ja ganz gruselig. Das ist Fruchtfolgeglied 6. Wir waren ja bei 3 Jahre Kleegras, Starkzehrer, Schwachzehrer, und die Schwachzehrer an 5 sind frühräumende Schwachzehrer. Und dann wird Ende August liebend gerne ein Winterroggen eingesät. Und der Winterroggen ist dann Ende Mai, Mitte Mai ist das ein fetter Kohlenstoffbestand. Das wird abgeschlägelt, eingeschält flach, und da sehen wir dann eine Lupinengrünung rein. Die Lupine durchwurzelt den Boden, nach unten sammelt den entsprechenden Stickstoff und tut alles für den Bodenaufbau. Und nach der Lupine, also die Lupine, die haben wir schon Anfang Juni gesät hier. Das sind immer Mischungen, ne? Ja. Anfang Juni haben wir die gesät. Da haben wir jetzt nochmal einen Umbruch, aber die wird selber nochmal austreiben. Und da gibt es dann 2 Alternativen nach dieser Lupinengründung. Entweder, wenn es ein früher Umbruch wird, nochmal ein Winterroggen drauf. Oder aber, wenn es ein später Umbruch wird vor dem Frost, im November oder Dezember, also ob wir Frost noch kriegen, müssen wir sehen. Aber im Prinzip vor dem Frost der Umbruch, also die leicht einarbeiten und dann im zeitigen Frühjahr, wenn wir dann drauf kommen, eine Ackerbohnendichtsaat und gleich Häufel anlegen, als Vorkultur zum Beispiel vor Porree oder Zuckermais oder Kürbis. Dann haben wir eine Trippelgründung, ein Marktfruchtjahr ist ausgefallen. Was heißt ausgefallen? Ein Marktfruchtjahr haben wir kein Gemüse angebaut, sondern nur Futterbau fürs Bodenleben, aber in dreifacher Variation, und haben dann natürlich Wachstumsprozesse beim starkzehrenden Gemüse wieder, wo wir keine Probleme haben, also wo wir keine Mängel haben und gar nichts. Und dass das jetzt hier aussahmt, das macht dir keine, ja, das, Kopf zerbrechen? Nee, wozu? Das, warum? Samenpotenzial im Boden. Ja, Samenpotenzial im Boden ist ja fantastisch. Ich sagte ja, das sind ja Ausdrücke von Vitalität vom Boden. Mhm. Es gibt zwei, in Bezug auf Wildkräuter, gibt es 2 Essentials für mich. Ne? Die dürfen die Ertragsfähigkeit der Gemüsekultur nicht beeinträchtigen, und die dürfen uns bei der Arbeitseffektivität nicht beschränken oder nicht sehr beschränken. Ein bisschen ist okay, das ist vollkommen okay, aber die dürfen da nicht den Arbeitsaufwand verdoppeln. Und da gibt es einfach Mittel und Wege, das ganz einfach hinzukriegen, ehrlich gesagt. Also wir haben auch oft eine Franzosenverkrautung, eine Spätverkrautung in dem Porree. Fette Bestände, schöne Durchwurzelung vom Boden. Der Franzosenkraut friert ab, hat natürlich ausgesamt vorher. Wir bauen nächstes Jahr Möhren da an.
und ohne hohen Jätaufwand. Das ist, wir machen Dammkultur, wir machen dann einen Vorauflauf in der Regel, wir machen, das Abflammen ist zentral und dann bei den Größenverhältnissen, die wir hier haben, wir haben 2000 Quadratmeter Lagermöhren oder sowas, da gehen wir mit der Radhacke durch. Und da kann man ja sehr exakt ran, dass man noch einen halben Zentimeter jäten muss. Und der Jätaufwand hier bei den Möhren, der war relativ im Rahmen. Ich müsste mal nachgucken, was wir da jetzt an Stunden reingesteckt haben. Also da habe ich jetzt keinen, ich habe auch hier keine Probleme. Hier sieht man ja auch den Wildkorbbestand hier von dem Gänsefuß. Das ist ja geschuldet der Tatsache, dass eine Mulchschicht drin, die war ein bisschen dünn. Und wir hatten es ja so extrem trocken. Und der Gänsefuß ist ja was, was immer wächst. Ist egal, wie trocken das ist. Sonst, da ist eine Untersaat auch drin. Wenn wir anderes Wetter gehabt hätten, würden wir hier jetzt eine Untersaat sehen mit Alexandrinerklee, Perserklee oder Fassile. Hier ist eine Fassile mitgekommen, hier. Da. Ja. Die ist mitgekommen. Ne? Ja, aber weil es so trocken war, die Melde geht, das macht mir aber keine Sorgen, das Stück. Wir werden jetzt hier einfach nochmal, wenn die Melde noch weiter hoch geht, werden wir da einfach nochmal köpfen, die Melde mit dem Freischneider oder sowas. Mhm. Und nächstes Jahr sind hier Schwarzzehrer dran. Ne? Und dann haben wir auch bei den Schwarzzehrern, bei den Salaten zum Beispiel, wir können ja mit diesem falschen Saatbeet arbeiten. Ne? Und dann kommt es eigentlich darauf an, dass wir eine vorgelagerte Saatbeetbereitung machen, eine doppelte oder dreifache, und dann haben wir dann kein Problem, das ist so. Ne? Dann hat man vielleicht wieder eine Spätverkrautung, aber nach Salat ist es ja gar kein Thema mit Spät. Ne? Das ist, also macht mir keine Sorgen, das ist... Jetzt weiß ich auch, warum das mit dem Abstreuen und die Pflanzen nicht rausholen funktioniert, weil ihr doch verhältnismäßig dünn mulcht. Wir haben jetzt sehr dünn gemulcht, weil wir so wenig Material hatten. Und ehrlich gesagt, nee, normalerweise mulchen wir ein bisschen doller, aber das ist hier in 2 Wochen gemulcht worden, wo ich nicht da war. Und da hat mein Geselle gemulcht. Wir mulchen normalerweise etwas fetter. Das ist, und ehrlich gesagt, die Hälfte ist schon weg. Ja, yeah, das ist klar. Die Hälfte ist schon weg. Ja. Der Lauch sieht fett aus. Schön. Ihr habt kein Problem mit Lauchminierfliege oder Motte oder so? Doch. Aber ohne Netz? Ja, im Netz ist immer, macht der Power nicht gerne. Das wird macht er überhaupt nicht. Und im Moment ist ja noch so, also ich weiß nicht, es ist war Bankspiel. Also eigentlich wollten wir Netz drauf machen über den Überwinterungsporree. Jetzt aber wieder in den letzten 2 Wochen waren dann keine Mitarbeiter da und dann stellt sich die Frage gar nicht. Und wenn die krank sind, kannst du auch nicht Netz drauf tun. Also relativ einfach. Ja. Ne? Und es ist eh immer die Frage so ein bisschen, ja, was macht dann mehr Arbeit? Ne? Ja, das Putzen nachher oder das Netz rumräumen. Also ja. Das ist auch immer so relativ. Hier sehen wir nochmal eine schöne Geschichte mit dem Sellerie. Hier zum Beispiel diese Untersaatgeschichte, hier ist es ein bisschen dicker geworden, ne? Sehen wir. Mhm. Ne? Und da sieht man auch flächendeckender in der Mulchschicht die. Genau, das, was man hier jetzt grün sieht, ist kein Beikraut, sondern... Nee, das ist Untersaat, ja. Ja, ne? Und das ist ein Bestand, sehr spät gepflanzt. Wir haben für Anfang Juni bestellt, haben es 2 Wochen später bekommen, Mitte Juni gepflanzt. Das ist schon relativ spät, also Anfang Juni schon. Und wir haben letztes Jahr aber von dem 6 Kilo im Quadratmeter geerntet, Knolle. Das sind so die... Wir sind auch von den Pflanzabständen, auch beim Kohl, sind wir bei 27 cm in der Reihe jetzt. Also wir haben über 5 Pflanzenquadratmeter. Genau, und deshalb, obwohl ihr extrem weite Reihenabstände habt durch die Dammgeschäfte ja. Mit den 75, ja. Sagt ihr, okay, wir gehen dafür in der Reihe zusammen und haben dann wieder ähnlich viel. Ne? Also das ist anders. Also wir gehen in der Reihe, von Jahr zu Jahr werden wir dichter, ja, meine ich, ja. Weil die Böden leistungsfähiger werden. Mhm, ne? Wir haben ja auch Staudensellerie im Gewächshaus auf Salatabstand gepflanzt. Ja. Ne? Und dem mangelt es ja nichts. Bombenbestand, ja. Ja, und das ist auch ein Bestand hier. Sellerie dankt das mit, also alle Kulturen danken das mit dem Mulchen, das ist so. Ja. Da gibt es kein Wenn und Aber. Und ja, hier, guck mal, hier liegt ein bisschen mehr drin. Da hier. Ja. Ne? Mhm. Da schafft sie Untersaat dann irgendwann auch nicht mehr. Ne? Oder irgendwann kommt sie, wenn der Mulch dünner wird. Das wollen wir uns mal angucken. Warten die Münden drin? Ja, das wollen wir uns mal angucken. Also da bin ich mir nicht so sicher. Das finde ich auch relativ spannend. Ne? Also wenn das gut funktioniert, ja. Dann können wir nämlich auch sagen, wir terminieren sozusagen die Untersaat ein bisschen später bei den Kulturen, wo es zu früh wäre, wenn man es gleich mitmacht. Das wird richtig spannend. Ja. 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 Und was wir dies ja nicht gemacht haben, wollten wir machen, gerade bei den dickeren Strohschichten oder bei den dickeren Mulchschichten, dass wir grobkörnigeres Saatgut nehmen. Ja. Dass wir dann vielleicht Erbse, Sommerwicke, irgendwie Ackerbohnen in die Richtung gehen mit den Untersaatgeschichten.
Ja, das Erbse und Wicke, probier's mal aus, da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtiger. Warum? Weil sie sich reinranken. Aber beim Sellerie und beim Mais, weiß ich Mais nicht. Sellerie wüsste ich jetzt auch nicht. Also, ja. Ja. Wir haben ganz interessantes. Ackerbohne funktioniert wunderbar. Wir haben ganz interessantes, genau, eine ganz interessante Sache hinten auf dem anderen Kohlstück, wo wir nicht beregnen können. Da haben wir die Ackerbohnen Dichtsaat vorne weg gehabt. Mhm. Und zwar also Ackerbohnen ausgesät, 800 Kilo Hektar oder so, dann die Häufel angelegt. Und dann halten wir normalerweise die Dampfflanken halten wir mit der Sternhacke sauber. Und dann wächst die Ackerbohne wie so eine Irokese oben aus dem Damm. Den mulchen wir normalerweise vom Pflanzen dann ab und pflanzen dann in diese sauberen Deckel des Häufels den Kohl. Und da ist relativ viel Ackerbohne stehen geblieben dieses Jahr. Und da haben wir so eine Mischkultur mit Kohl und Ackerbohne. Aber das sieht ganz gut aus. Hier haben wir die lagerrote Beete. Auch wieder mit Untersaat drin, sieht man. Ja. Buchweizen und dies und das und jenes. Die, wann und wie wird die gemulcht? Die hat auch Wieland gemulcht, jetzt Mitte Juli. Also wenn sie schon gut etabliert sind, die Pflanzen, genau. Dann nochmal dünn drüber streuen. Wir hätten eher mulchen können, also wir können, ich würde sagen, nach dem Pflanzen, beim Kohl 4 Wochen nach dem Pflanzen oder sowas, würde ich sagen. Dann haben wir Unkrautbekämpfung gemacht, irgendwie Fingerhacke, Sternradhacke. Und dann sind die Pflanzen kräftig genug und dann kann man reinfahren. Und dann bei roten Beeten ist es kein Problem, da könnte man jetzt auch noch reinfahren. Das wäre kein Thema, also mit Stroh oder sowas. Aber das eher ist es besser, je bedeckter der Boden, je früher er bedeckt ist, umso besser ist das, weil er offen ist. Ja? Und beim Kohl wird es irgendwann zu spät, weil da nichts mehr unten ankommt. Genau, da füllst du dann die Trichter auf. Genau, ja. Ja. Da muss man ein bisschen gucken, aber deswegen haben wir auch die Ballentechnik hier, weil wir dann flexibel, wenn es notwendig ist, wir streuen können. Wir brauchen nicht mehr diese Synchronität von Geber- und Nehmerfläche und machen uns damit flexibel. Das ist ein Riesenpunkt, ja. Ja. So, hier haben wir jetzt, da haben wir gerade eine Diskussion drüber, aber das wollten wir diese Woche und mal gucken, jetzt sind auch wieder genug Mitarbeiter da. Das sind Bohnen, wo wir gerade ernten. Hier kommt jetzt rein. Aktuell kommt hier rein eine Untersaat, Winterroggen und welches Weidelgras. Und dann fahre ich Strohmulch drauf. Und dann bleibt das einfach stehen. Und dann kommt nächstes Jahr, das ist das Stück 8 oder 16. Und nächstes Jahr kommt hier Kleegras. Also dann erntest du den Roggen noch und danach kommt Kleegras. Nee, ich ernte keinen Roggen. Nee. Nee, das ist alles Futter. Nee, ich meine nicht dreschen, sondern als Biomasse für Mulch. Da gucke ich mir immer an, ob war das, also vor dem Kleegras könnte ich mir vorstellen, naja, oder eben nicht. Dass ich das Kohlenstoff lieber da lasse. Wir haben jetzt uns einen Kohlenstoffvorrat organisiert, eingekauft. Von daher bin ich da großzügiger, was die Flächen angeht. Und wir haben eine Fläche, wo ich gar kein Material abfahre, weil das in einem extrem schlechten Zustand ist. Da habe ich also jahrelang nicht aufgehört. Es ist eine Fläche, die ein Stück weg ist, wo wir eigentlich kein Gemüse mehr angebaut haben. Habe ich ein bisschen aus dem Fokus verloren. Und wir wollen die aber wieder mit einbeziehen. Und da werden wir auch, da sind wir intensiv am Futterbau fürs Bodenleben machen. Und da werden wir erstmal nichts wegfahren. Ja. Weil sonst wäre natürlich auch denkbar, du machst noch eine Untersaat mit rein, dein Kleegras gleich mit etabliert, fährst die Roggenbiomasse runter. Da müsste ich aber jetzt bearbeiten. Und das willst du nicht. Nee, wir müssen noch ernten. Ja. Ne? Also weil die Kleegras in den Häufeln würde ich nicht machen, weil wir kriegen ja ohne Ende Ernteprobleme mit dem, mit dem Wickeln, mit dem Kehren und mit dem. Stimmt. Wir kriegen ja nichts mehr runter. Nee, das ist klar. Ja. Also die Häufel werden dann wieder eingeebnet, also mit Scheibenecke wird das runtergeholt wieder. Die Netze sind wesentlich praktischer als jetzt ein Zaun außenrum, den nee, das nicht ist, dicht kriegt. Ja, das ist, wir haben jetzt für nächstes Jahr, wollen wir probieren, rechts und links mit Pferdelitze, so ein 1,50 mit 5 Drähten oder was zu machen, Elektrozaun und vorne und hinten Hühnerzaun, den wir schnell rollen können, damit wir fahren können. Ja. Weil das ist das Problem mit den Zäunen, dass man nicht mehr pflegen kann. Und wir sind hier mit Fingerhacke, Torsionshacke und Standardhacke sind wir doch gerne 2-3 Mal unterwegs. Wir pflanzen die Bohnen und hier war noch keine Handarbeit drin, ne? Okay. Hier, bis auf Pflücken natürlich. Ja, klar. Aber hier war keine Handarbeit drin, hier in dem Bestand. Ja. Ne? Das ist natürlich schick. Ja. Aber dann 3-mal durch. Ja, ich weiß nicht, wie oft haben wir, müssen wir wieder fragen, ob. Das ist wahrscheinlich auch mit ein Argument, warum er Richtung Damm geht, weil da die Bearbeitung. Ne, es gab einen Einstiegsgrund für den Damm. Ich habe mir immer gedacht, Dämme machen eine komplizierte Bearbeitung. Jetzt weiß ich es besser, es geht viel leichter und angenehmer. Aber wir haben das Problem gehabt bei Mulchen, dass wir haben ja leicht
das ist ja keine gerade Fläche hier, es ist leicht hängig. Also irgendwie mal nach da, mal nach da. Und der Miststreuer, wir haben ja am Anfang nur mit Miststreuer gearbeitet und Frischmulch, dann ist der Miststreuer nicht in der Spur geblieben vom Trecker, wenn das leicht hängig ist. Es hat sich versetzt. Und ich habe gedacht, ich baue ein Schienensystem auf dem Acker. Also Dampfformer, Häufelgerät mit Dampfformblechen, ne? Und dann haben wir das angeschafft. Und seitdem fahren wir hier wie auf Schienen. Ne? Ja. Das ist der Grund. Und das hat sich sehr positiv auf alles ausgewirkt. Ne? Muss ich sagen. Ne?